diese Welt. Und ihr könnt ihr tun, was euch gefällt. Und wir sollen glauben, was ihr erzählt. Doch wir sagen nein, wir fallen auf euch nicht rein. Wir lassen uns nicht belügen. Diese Welt und ihr könnt ihr nicht tun, was euch gefällt. Und wir werden auch nie glauben, was ihr erzählt. Denn wir sagen nein, wir fallen auf euch nicht rein. Wir lassen uns nicht verführen. Wir werden standhaft sein, standhaft sein. Ganz genau hin, was ihr nun wieder treibt. Ihr werdet uns nicht los und wir werden dafür sorgen, dass nichts von euren Lügen übrig bleibt. Denn wir sehen ganz genau hin, was ihr jetzt wieder treibt. Ihr werdet uns nicht los und wir werden dafür sorgen, dass nichts von euren Lügen übrig bleibt. Wir lassen euch nicht diese Welt und wir lassen euch nicht tun, was euch gefällt. Und wir werden auch nie glauben, was ihr erzählt. Denn wir sagen nein, wir fallen auf euch nicht rein. Wir lassen uns nicht belügen. Wir werden wachsam sein, wachsam sein. Ich bin tatsächlich zunehmend fassungslos, wie hier unsere Eliten, unsere moralblinden, gesinnungsblinden Politeliten, die Regierungen, die da durch die Klimawelle gewissermaßen ans Ruder gespült worden sind, also die Klimaretter und die Corona-Politiker, wie die jetzt sozusagen über Nacht mutiert sind zu geopolitischen Falken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das Vertrauen in die in das Beurteilungsvermögen, in die Urteilskraft und in die Entscheidungskompetenz dieser Kreise ist bei mir aufgrund der Erfahrung der letzten paar Jahre nicht besonders ausgeprägt. Die gleiche hysterische, überschießende Überzeugungsenergie, die wir schon beim Klima, bei Corona gesehen haben, wo sie sich ja auch verrannt haben, diese sogenannten Eliten, das gleiche beobachte ich jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, nämlich die völlige Absenz eines realistischen Denkens, eines realistischen Bewusstseins, das eben nicht immer nur darauf hinausläuft, sich damit zu begnügen, dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Das ist ja das Elend der heutigen Debatte, dass man gleichsam sich in der Beschwörung der eigenen Gutheit durch die Beschwörung der Bösartigkeit des anderen, sprich der Russen hier sozusagen in Szene setzt. Und das ist eine Verblendung, das produziert Verkennung, das führt eben dazu, dass man keine vernünftige, keine realistische, keine kompromissfähige Politik macht, sondern eine alles oder nichts Politik. Und das Grundproblem, dass sozusagen die Wurzel, die allem zugrunde liegt, ist natürlich die Rivalität der Vereinigten Staaten von Amerika mit Russland und China. Und den Amerikanern war das natürlich ein Dorn im Auge, dass da Eurasien zusammengewachsen ist, die deutsch-russische Freundschaft, die deutsch-europäische Freundschaft, dieses Russland, das da aus dem Kalten Krieg herausgekommen ist, am Boden lag, besiegt, quasi als zweite, als regionale Großmacht, da gewissermaßen zur Geringfügigkeit verdammt. Plötzlich hat dieses Russland sich auch in Zusammenarbeit mit Deutschland, mit Europa wieder aufgeschwungen. Und klar, man muss hier auch realistisch bleiben. Das konnte die Amerikaner nicht amüsieren. Und die Vorstellung, dass da ein neuer eurasischer Riese heranwächst, Europa zusammen mit Russland und gar noch mit China, dass da im Rückraum lauert, das muss die Amerikaner
in Stress, in Panik versetzt haben, sodass sie es meines Erachtens zunehmend darauf anlegten, die Russen tatsächlich geopolitisch zurückzudrängen. Und ihr Instrument war einerseits die NATO-Osterweiterung, die die Russen geschluckt haben, auch schlucken mussten, die auch gewollt wurde, selbstverständlich, auch eine Realität. Aber sie haben dann eben die entscheidende rote Linie überschritten, die Amerikaner, indem sie sich zu sehr in diese Ukraine hineinbewegt haben. Und wir diskutieren nicht darüber, das ist geradezu verboten, denn es heißt, es sei da eine Zeitenwende. Mit anderen Worten, wer da über die Vorgeschichte nachdenkt, der macht sich gewissermaßen historisch verdächtig. Aber das ist Unfug, das ist natürlich Unsinn, wenn Sie sich nicht Rechenschaft ablegen über eine Entwicklung, über die Gründe eines Krieges, wenn Sie den Krieg nicht mehr verstehen als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, dann tappen Sie im Dunkeln. Und genau das ist mein Eindruck, aber es ist eben ein sehr gefährliches im Dunkeln tappen, weil der Westen, aufgepeitscht durch die eigenen Gesinnungen, die Europäer rätselhafterweise komplett im sklavischen sozusagen Unterschlupf da der Amerikaner, ohne Eigeninteressen, ohne eigenspezifisches Eigengewicht, im Schlepptau gewissermaßen, die haben sich dermaßen da in ihre eigenen Narrative, in ihre eigenen Erzählungen, in ihre eigene Propaganda hineingegraben, geradezu berauscht von diesen Erzählungen, dass sie heute nicht mehr davon wegzukommen scheinen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Man hat jetzt Putin zum Teufel erklärt, zum neuen Hitler. Man hat das zur großen abendländischen Konfrontation zwischen Gut und Böse hingestellt. Man deklariert das sozusagen als biblischen Endkampf. Und jetzt haben natürlich diese Eliten zusehends Mühe, beziehungsweise absolute Mühe, von diesem Pferd herunterzusteigen, ohne Gesichtsverlust. Und für mich sieht es so aus, als würde man jetzt einfach ein Bricke nach dem anderen drauflegen, einfach um diese Sache voranzutreiben. Und das ist extrem gefährlich. Ich schreibe darüber, dass mich das alles erinnert an das Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, denn indem man einfach schleichend und laufend eskaliert, ich erinnere daran, am Anfang wollte Europa, wollte Deutschland Helme liefern, Schutzwesten, vielleicht Gewehre. Jetzt ist man bei Panzern, bei Flugzeugen, Kampfjets, Raketen, Abwehrsystemen, Marschflugkörpern. Man ist bei Militärberatern und auch Söldnertruppen. Also die Vietnamisierung des Ukraine-Kriegs durch den Westen ist im vollen Gange. Aber man hat es hier eben nicht mit Vietnam zu tun, einem Agrarstaat der 60er, der 50er, 60er und 70er Jahre, sondern mit einer industriell hochentwickelten Atommacht. Und je mehr man natürlich diese Atommacht in Schwierigkeiten bringt, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese Atommacht dann irgendwann sagt, so, wir müssen jetzt gewissermaßen existenziell bedrängt, und für die Russen geht es, ob uns das passt oder nicht, in der Ukraine um ein Thema der existenziellen Sicherheit des Landes. Es geht um die Sicherheitsdoktrin. Und je mehr da ein Land sich in seiner Sicherheit bedrängt fühlt, ja, desto wahrscheinlicher ist es eben, dass dieses Land zu den stärksten Waffen greift, die es hat. Und dieses Risiko scheinen da die Zauberlehrlinge im Westen in Kauf nehmen zu wollen, auf Kosten der im Grunde Weltbevölkerung, vor allem der europäischen Bevölkerung. Ich will mir nicht ausmalen, was das für Konsequenzen hätte, wenn es tatsächlich zu einem Krieg in Europa käme. Da würde auch die Erinnerung trotz aller Schrecklichkeit an den Zweiten Weltkrieg verblassen. Das würde das in den Schatten stellen, denn heute gehen sie nicht mehr mit konventionellen Waffen aufeinander los, sondern mit Hiroshima-Bomben, allerdings mit Hiroshima-Bomben, die ein Mehrfaches an Sprengkraft zustande bringen als damals diese ersten beiden Nuklearschläge gegen Hiroshima und Nagasaki. Und was dort passiert ist, diese Horrorszenarien, die wollen wir uns nun also wirklich nicht vergegenwärtigen. Aber wir sollten es eben tun, weil diese Perspektive rückt gespenstisch, geheim, nicht geheimnisvoll, sondern unheilvoll, entschuldigen Sie, unheilvoll immer näher. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da in den Medien auf diese Themen hinweisen, vor allem in Deutschland. Das Land, das ja wie kein anderes kriegsgeschädigt ist und auch von dieser Kriegstreiberei geheilt sein sollte. Sie kennen die entsprechenden Namen. Da steigen also tatsächlich eben auch Politiker aus dem Mainstream, nicht nur Linke, auch Linke, aber auch bürgerliche FDP, CDUler, die schwingen sich da auf die Schlachtrösser, auf das Allerfürchterlichste. Also dagegen schreibe ich mit den mir zur Verfügung stehenden bescheidenen Mitteln in der Weltwoche an im Leitartikel.